Liebe Freundinnen, wir Grüne haben die Aufgaben, Zukunftsbilder zu entwerfen, an denen sich die Menschen festhalten können. In diesen Krisenzeiten, die seit einigen Jahren eher der Normalzustand zu sein scheinen, schaffen wir Halt nur durch Veränderung. Das ist unserer, das ist mein Ansatz für die Politik auf Höhe der Zeit. Ich bin in die Politik gekommen, um die Lebensrealitäten von Menschen zu gestalten. Deshalb habe ich mich vor bald 6 Jahren für diese Partei, für unsere Partei entschieden. Denn sie ist der Motor für den gesellschaftlichen Wandel in unserem Land. Wir als Partei sind schon längst keine Ein-Themen-Partei mehr. Die Bündnisse, die wir schließen, gehen über politische Grenzen hinweg, doch immer mit dem Bild einer Zukunft, in der wir leben wollen. Wir müssen in die verschiedenen gesellschaftlichen Realitäten hineinwirken und mit klarer Haltung und dennoch Gesprächsbereitschaft Brücken bauen. Hieran habe ich als Sprecher der LAG Queer gearbeitet und an dieser Vernetzung möchte ich weiter mitwirken. Wir als Partei wachsen und wir wachsen gerade in den Kreis- und Ortsverbänden. Diese ehrenamtlichen Mitgliedern und grünen MandatsträgerInnen machen Politik für die Menschen vor Ort. Lasst uns die Grünen zu der Kommunalos- und Kommunalas-Partei in NRW machen und diese Kraft für den Aufbruch weg von Schwarz oder Rot hin zur Zukunft, hin zur Hoffnung nutzen. Im Landesvorstand möchte ich daher unsere Kommunalas und Kommunalos noch stärker vernetzen. Ich möchte die Vereinigungen, Netzwerke sowie Landesarbeitsgemeinschaften noch stärker als Thinktanks unserer Partei nutzen. Ich möchte meine Rede auch noch einen tagesaktuellen Vorfall ansprechen, der mich in den letzten Tagen sehr berührt hat und sehr erschüttert hat. Denn wieder einmal gab es einen Anschlag, diesmal in Oslo, und wieder einmal sind queere Menschen diesem Terror zu Opfer gefallen. Queerfeindlichkeit tötet, sie macht krank, sie zerstört viele Leben. Doch wir als Grüne werden diesem Hass nie akzeptieren und wir werden nie aufhören, dem eine offene Gesellschaft entgegenzusetzen. Doch das dürfen wir nicht nur nach außen hin, wir müssen es auch nach innen leben. Deshalb möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, das Vielfaltstatut mit Leben zu füllen und Menschen mit verschiedenen, noch mehr Lebensrealitäten in unserer Partei zu verankern. Hierbei möchte ich meinen Erfahrungsschatz als bisexuelles Arbeiterkind mit einer Ausbildung und einem Realschulabschluss in diesen Landesvorstand einbringen. Ich möchte Mentoring-Programme schaffen und gemeinsam mit Expertinnen Seminare erarbeiten, die es Menschen leichter macht, in unserer Partei wirken zu können und unser Businesswerk noch breiter aufstellen. Zum Schluss möchte ich noch auf eines meiner politischen Herzensthemen kommen, der Transformation unserer Wirtschaft hin zu einer CO2-neutralen und sozial-ökologischen. Im Ruhrgebiet, woher ich komme, befinden wir uns schon seit Jahrzehnten in diesem Wandel. Die Wirtschaft in unserem Land hat schon längst erkannt, dass unser Wohlstand nur dann langfristig sichern können, wenn wir unsere Industrie auf einen sozial-ökologischen Weg umstellen. Bei meiner Arbeitgeberin, einer sozial-ökologischen Bank aus dem Ruhrgebiet, gestalten wir diesen Wandel seit langer Zeit. Daher weiß ich, dass der Finanzsektor und die Finanzpolitik bei dieser überlebensnotwendigen Transformation eine entscheidende Rolle spielen. Diese Erfahrung möchte ich in unsere politische Arbeit im Landesvorstand einbringen. Liebe Freundinnen, mein Name ist Florian, ich bin mit dieser Partei groß geworden und durfte unglaublich viel durch die Mitglieder und durch das Zutrauen in mich lernen. Nun möchte ich mit euch gemeinsam die Zukunft unserer Partei und die Zukunft Nordrhein-Westfalens gestalten. Für den Stahlarbeiter Dimi, der für seinen Job in der Stahlindustrie kämpft, für Oma Erna von nebenan, die bei Omas gegen Rechts für eine offene Gesellschaft eintritt und für Azubi Lars im Krankenhaus, der nicht weiß, ob er diesen Job langfristig aushält. Für Sie alle und noch viele mehr möchte ich Politik in diesem Landesvorstand machen. Hierfür bitte ich um euer Vertrauen. Vielen Dank. Vielen Dank, Florian. Ich frage, gibt es Fragen an dich? Bleib mal da kommt was.
Wir müssen kurz wieder die Handschrift entziffern. Es liegen zwei Fragen an dich vor. Einmal von Joanna Lizians. KV Münster, der Bezirksverband Ruhr hat keine Voten für den Landesvorstand vergeben. Unter den Bewerbungen sind nun drei aus dem Bezirk Ruhr, alle drei Männer. Wie stehst du dazu? Frage 2 von Niklas Grad aus Wesel. Wie willst du als Beisitzerin in Zukunft unsere basisdemokratischen Grundwerte absichern? Beziehungsweise um eine rechtzeitige Lektüre und Vorbesprechung von wichtigen Dokumenten zu ermöglichen oder Gruppendruck bei offenen LDK-Abstimmungen zu verhindern. Du hast 2 Minuten. Dankeschön. Ja, ich gehe zuerst auf die erste Frage ein. Mein Bezirksverband hat keine Voten vergeben, eben genau, weil drei Männer angetreten sind. Das war die Entscheidung, die wir getroffen haben. Ich finde das die richtige Entscheidung und ich kann es leider nicht ändern, dass keine Frau angetreten ist. Ich finde das sehr schade. Als LAG-Sprecher möchte ich die Vernetzung der LAG-SprecherInnen noch weiter fördern und dadurch Beteiligung schaffen. Dafür können wir beispielsweise den LAG-SprecherInnenrat besser nutzen. Ich möchte Querschnittsaufgaben dort Vernetzung schaffen, sodass LAG miteinander kommunizieren bei diesen Themen und diese auch als Thinktanks unserer Partei, wie ich gerade schon in der Rede gesagt habe, nutzen und einen guten Informationsfluss in die Partei hinein und in die LAG hinein bewerkstelligen und als Bindeglied auch im Landesvorstand eben genau für diese LAG, für die Netzwerke, die wir haben, als Ansprechpartner fungieren und wo es Fragen gibt, wo es Informationsfluss benötigt, immer gerne ein offenes Ohr haben und ins Gespräch gehen.